Hi. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Trotz Weihnachtsfeier zu uns geschafft. Ja, doch wurde ein bisschen später gestern, aber bin gut ausgeschlafen. Darf ich dir einen Kaffee anbieten oder willst du doch lieber gleich nochmal ein Bier? Oh, ich würde tatsächlich lieber einen Kaffee nehmen, ja. Hast du den eigentlich schon mal probiert? Wir haben ihn gestern als Geschenk bekommen, aber ist jetzt heute eine Premiere. Ich ja, zum ersten mal perfekt, probieren. Dann darfst du den direkt mit mir probieren. So, there you go. Vielen Dank. Ja, erzähl, wie war gestern die Weihnachtsfeier? Ja, ich glaube, es war nochmal ein gelungener Abschluss, so mit der Mannschaft und mit den Offiziellen, dann das Jahr nochmal so ein bisschen zum Ausklang bringen und hatten dann auch Spaß gestern. Wo habt ihr denn gefeiert? Bei uns im VIP-Zelt, also waren dann kurze Wege für uns und da hatten wir eine gute Feier. Schön. Und jetzt freie Zeit, wie läuft's? Weihnachten, Silvester, hast du Pläne? Wir fahren jetzt mit der Familie nach Karlsruhe, weil wir, meine Frau und ich, kommen beide ursprünglich aus Karlsruhe und verbringen dann dort jetzt die Zeit mit der Familie. Und sind dann Silvester wieder in Ulm und dann geht es am 2. Januar schon wieder los. Ja. Bist du so ein Vorsatztyp? Eher nicht. Also ich habe jetzt nicht ganz spezielle Vorsätze für 2024. Mhm. Die allgemeinen Sachen natürlich. Ich wünsche mir Gesundheit für mich, für meine Familie, für meine Liebsten, aber habe jetzt keinen ganz speziellen Plan für das Jahr. Sprecht ihr im Verein darüber, also über Vorsätze, auch für euch jetzt als Mannschaft? Also wir haben ja vor der Saison unseren ganz klaren Vorsatz gehabt, dass wir das Ziel Klassenerhalt erreichen wollen und sind uns auch nach wie vor da immer einig, dass solange wir das Ziel noch nicht erreicht haben, werden wir auch keine anderen Ziele ausrufen. Deswegen ist der ganz klare Plan, schnell diese 40, 45 Punkte zu holen und dann stecken wir uns das neue Ziel. Thema Fußball, ich würde direkt einsteigen, Rasenheizung. Wie war es in Aalen mit warmen Füßen? Also der Spieltag war ja tatsächlich jetzt vom Wetter her gar nicht so kalt, dass wir sie gebraucht hätten. Ja, grundsätzlich stehe ich als Torwart dann doch öfters mal rum, deswegen habe ich eigentlich immer kalte Füße. Ich würde schon sagen, dass ich vielleicht jetzt nicht so aktiv am Spiel teilhabe wie die Spieler, die viel rumrennen. Deswegen muss ich mich dementsprechend auch immer ein bisschen anziehen. Aber warme Füße hatte ich jetzt leider bei dem Spiel auch nicht. Und wie war es grundsätzlich, jetzt mal in Aalen zu Hause zu sein? Ja, es ist schon eine besondere Erfahrung und der Verein tut viel dafür, die Fans tun viel dafür, dass wir uns da richtig zu Hause fühlen. Man muss aber, glaube ich, doch sagen, dass es kommt nicht an den Heimspielen im Donaustadion heran. Da fühlen wir uns einfach viel zu wohl bei uns daheim, haben unsere eigenen Abläufe, unsere Kabine, wissen, wo alles ist. Und nach allem müssen wir selber quasi auch anreisen. Deswegen ist es schon sehr besonders, aber wie gesagt, es wird viel dafür getan, dass wir uns da wohlfühlen. Du hast gerade schon angesprochen, Feld und Tor. Was würdest du denn ganz egoistisch sagen? Wie wichtig ist eigentlich der Torwart bei euch? Ja, der Torhüter hat schon eine sehr, sehr spezielle Rolle im Team. Würde ich mal sagen, er ist einfach der letzte Mann, der im Endeffekt dafür da ist, das Tor zu verteidigen. Deswegen stehen wir vielleicht nicht allzu oft im Fokus während dem Spiel, wie Spieler, die viele Ballaktionen haben. Aber wenn wir im Fokus stehen, dann ist es meistens spielentscheidend. Deswegen ist es schon eine sehr besondere Rolle im Team, würde ich sagen. Ja, eigentlich hat ja jede Mannschaft eine klare 1. Bei euch ist die 39. Wie kam das? Ja, ich habe eigentlich noch nie so ganz speziell die 1 gewollt. Jetzt auch von klein auf war das jetzt nicht irgendwo eine Nummer, mit der ich ganz viel verbunden habe. Bin dann als junger Spieler nach Ingolstadt gekommen, war dort dritter Torwart im Kader. Dementsprechend war die 1 natürlich auch schon vergeben und musste dann eine relativ hohe Kadernummer nehmen. Und ganz romantisch, da meine Frau am 30.09. Geburtstag hat, hat sich dann die 39 angeboten. Durchgesetzt. Bei der bin ich dann geblieben, bis auf eine Saison, wo ich dann doch mal die 1 hatte. Die lief dann aber nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich schnell zur 39 wieder zurückgegangen. Zurück zur Glückszahl. Zurück Glückszahl. Und muss auch sagen, dass jetzt ich mich damit wohlfühle, aber das jetzt auch kein ganz großer Faktor ist, wo ich sage, jetzt muss die 39 hinten drauf stehen, sonst kann ich nicht spielen. Bei Ingolstadt warst du der dritte Torwart. Wie ist es allgemein denn zwischen Torwärten? Habt ihr da einen Konkurrenzkampf, jetzt speziell auch beim SSV? Also es ist natürlich ein Konkurrenzkampf, weil im Endeffekt nur einer spielen kann. Es gibt keinen Wechsel während dem Spiel, es gibt keinen Wechsel während der Saison, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert. Deswegen ist es natürlich schwer für die, wo hinten dran sind. Du hast selber gesagt, ich war auch in dieser Rolle als Nummer 3 dann. Es nicht mal einen Kader quasi zu schaffen, ist dann hart in der Situation. Nichtsdestotrotz sehen wir uns absolut als Torhüter-Team. Die Rückmeldung bekomme ich auch immer von den Jungs. Wir pushen uns gegenseitig, ich versuche ihnen weiterzuhelfen. Aber natürlich ist es für die beiden hart, Woche für Woche zu trainieren und eben aber am Wochenende dann nicht auf dem Platz zu stehen.
Ist ja eine schwierige Situation für sie, aber das bringt eben die Position mit sich. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen, du stehst deutlich mehr rum als deine Kollegen. Wie ist es bei Torwärten mit der Kondition? Also wir brauchen schon eine gewisse Grundausdauer, die trainieren wir uns auch an. Es ist gerade wichtig für Spielsituationen, in denen es hektisch wird, wenn der Puls dann von jetzt auf nachher hochgeht, ist schon auch wichtig, den Puls wieder runterzubringen. Deswegen ist so eine Grundausdauer schon wichtig, aber ja, natürlich laufe ich im Spiel viel, viel weniger und habe natürlich andere Sachen, auf die ich Fokus legen muss, anders trainieren muss, mehr auf Kraft, auf Schnelligkeit, auf Explosivität. Und dementsprechend ist unser Trainingsplan auch ein Stück weit anders ausgelegt als die von den Spielern. Bevor wir jetzt gerne gleich nochmal auf das Thema Kopf eingehen beim Torwart, es kam heute spontane Fanfrage rein, und zwar, wie es denn ist, mit Holger Wetz zu trainieren. Es scheint ja ein harter Hund zu sein. Ja, also er hat ja den Spitznamen Hooligan Holger. Ich glaube, der war ganz lange auch Programm in Ulm. Mit Sicherheit ein etwas anderer Torhüter-Typ oder Spielertyp, als ich es jetzt bin. Ich hatte noch das Vergnügen, selber gegen ihn spielen zu dürfen. Das weiß ich damals noch, als wir mit Stuttgarter Kickers gegen Ulm gespielt haben. Da gab es auch die eine oder andere Aktion von ihm. Ich muss sagen, seit er Torwarttrainer ist, hat er sich in der Hinsicht doch deutlich verändert. Ist ein sehr ruhiger Zeitgenosse, würde ich jetzt mal sagen, sehr abgeklärt. Gibt uns da irgendwo auch ein Stück weit diese Sicherheit und Ruhe mit. Also der Torwarttrainer Holger Betz ist mit Sicherheit ein anderer als der Spieler Holger Betz. Als der Spieler, perfekt. Ja, zurück zum Thema Kopf. Du hast ja als Torwart einen ganz besonderen Job. Bei dir kommt es ja auf relativ wenig Szenen im Gegensatz zu deinen Mitspielern an. Wie geht man damit um? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt nicht viel am allgemeinen Spielgeschehen so teilnehmen, wie jetzt ein Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler, die ständig irgendwo mitten im Geschehen sind. Deswegen würde ich mal sagen, es beschränkt sich bei uns so auf 5 bis 10 Aktionen pro Spiel, wo wir dann wirklich gebraucht werden. Und das sind dann meistens ja sehr spielentscheidende Szenen. Deswegen versucht man sich einfach darauf zu fokussieren, auf diese einzelnen Szenen und dann halt genau in dem Moment die Leistung abrufen zu können. Da ist sicher auch Scheitern so ein großer Begriff, oder? Weil wenn bei dir 2 durchgehen, ist es deutlich schlimmer, als wenn 2 nicht reingehen. Ja, also es schwingt schon immer mit, so quasi dieser entscheidende Fehler, den man machen kann. Ich muss aber sagen, dass ich damit eigentlich relativ wenig Probleme habe, jetzt während dem Spiel da groß drüber nachzudenken. Dass ich eher immer dieses Gefühl habe, okay, jetzt kommt noch einer und ich kann der Mannschaft helfen. Aber natürlich, wenn ein Fehler passiert im Spiel, dann ist es auch relativ schwer, davon wegzukommen oder dann ganz abzuschalten. Deswegen muss man da mental schon auch stark sein, um mit sowas umzugehen. Hast du einen Mentaltrainer oder so, oder bringt man sich das selbst bei? Ich habe am Anfang meiner Karriere oder gerade auch in der Jugendzeit mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet und habe mir da ein paar Skills geholt, auch ein paar Erfahrungswerte. Und muss aber sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass ich eigentlich ganz gut selber damit klarkomme. Und da spielt, glaube ich, auch einfach die Erfahrung eine Rolle, viele Situationen dann schon mal erlebt zu haben oder durchlebt zu haben und dann für die Situation eine gute Lösung zu finden. Deswegen aktuell arbeite ich mit keinem zusammen. Fängt man eigentlich an, so vielleicht Situationen auch zu provozieren, wenn man so ein bisschen Action ins Spiel bringen will? Oder kann man das ganz gut akzeptieren, dass vielleicht auch mal im Spiel gar nichts passiert? Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Grad, dieses Helfersyndrom ein Stück weit zu haben, zu sagen, okay, ich muss der Mannschaft jetzt unbedingt helfen, obwohl es die Situation in dem Moment vielleicht gar nicht hergibt. Und man dann eine Aktion startet, ein wildes Rauslaufen, was der Mannschaft dann eher schadet, anstatt zu helfen. Deswegen ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wann man gebraucht wird und dann halt verlässlich da zu sein, als jetzt versuchen, in einem Spiel sich irgendwo in den Mittelpunkt zu drängen. Mal ein bisschen provokanter gefragt, freust du dich dann, wenn es einen Elfmeter gibt oder einen Freistoß oder so? Also freuen ist vielleicht das falsche Wort, weil natürlich gerade bei einem Elfmeter die Wahrscheinlichkeit ja doch relativ gering ist, als Torwart jetzt, sage ich mal, den zu halten, du dann im Endeffekt ein Gegentor fressen musst. Aber es gibt schon Situationen im Spiel, wo man einfach dieses Gefühl hat, okay, den hole ich mir jetzt oder da kann ich jetzt zeigen, was ich drauf habe. Das ist ein Gefühl, was man dann vielleicht entwickeln kann über ein Spiel, so ein bisschen dieses Unbezwingbare. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man das dann in dem Moment hat. Ich würde vielleicht behaupten, sogar es fühlt sich dann an, wie ein Tor zu schießen, wenn man halt einen Freistoß hält und einen Elfmeter hält. Auf jeden Fall, ja. Dann würde ich jetzt übergehen in ein paar Entweder-Oder-Fragen. Kochen oder essen gehen?
Tatsächlich kochen. Also ich koche selber auch sehr gerne. Freut sich dann immer meine Frau. Ja, deswegen kochen. Löblich. Sommer oder Winter? Auf jeden Fall der Sommertipp, ja. Kurzarm oder langarm Trikot? Kurzarm Trikot. Du hast immer ein kurzarm Trikot an, gell? Ja, ich versuche relativ lange ein kurzarm Trikot zu haben, weil das für mich, da sind wir wieder beim mentalen Thema. Wenn ich meinen nackten Unterarme sehe, weiß ich, bin im Spielmodus, weil ich im Training immer lang trage. Deswegen versuche ich relativ lang mit dem kurzarm Trikot zu spielen. Jetzt bei den aktuellen Temperaturen geht es nicht anders, ja, weil sonst würde man zu arg auskühlen. Dann Kondition oder Reaktion? Absolut die Reaktion. Ans Meer oder in die Berge? Ans Meer, absoluter Strandtyp. Früh aufstehen oder lang schlafen? Lang schlafen, mit Kind nahezu nie möglich. Deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, dann lang schlafen. SSV oder KSC? Der SSV ist absolut in mein Herz gekommen. Klar habe ich beim KSC meine Jugend verbracht, aber mit dem SSV absolut die erfolgreichste Zeit gehabt. Dann noch die letzte Frage, VIP oder D-Block? Schwierige Fangfrage. ich finde es sehr interessant, was Joe Reichert da im D-Block abgeliefert hat. Ich glaube, das ist eine ganz spezielle Erfahrung. Ich meine, ich kenne auch viele Jungs da jetzt ja schon über ein paar Jahre hinweg. Deswegen würde ich mich, glaube ich, auch mal ein Spiel zu ihnen gesellen. Aber bin nicht der Typ, der auf dem Zaun ist, sondern ich würde mich eher in den Block mischen. Dann würde ich jetzt übergehen in ein paar Kinderfragen. Das hast du bestimmt bei uns schon mal gesehen. Ob es weh tut, wenn dir ein Ball ins Gesicht fällt? Also es tut nicht weh, weil das Adrenalin in dem Moment einfach so hoch ist. Klar, kurz danach kommt dann schon mal ein leichter Schwindel, wenn es ein Volltreffer war. Auf der anderen Seite, ja, kommt das als Torhüter dann doch häufiger vor. Und ich würde immer sagen, wir halten dadurch den Ball, deswegen gerne alles auch ins gut. Gesicht. Es ist kalt, wenn du im Tor stehst. Es ist kalt, wenn du im Tor stehst. Ja, zu der aktuellen Zeit ist es schon sehr, sehr kalt. Deswegen muss ich mich dementsprechend anziehen. Ich glaube, man kann auch als Torwart nicht sich 90 Minuten so bewegen, dass man wirklich warm bleibt. Ja, deswegen bin ich auch eher der Sommertipp. Rutschst du bei Schnee oder bei Eis aus? Es ist schon sehr unangenehm für uns Torhüter bei Eis oder, sage ich jetzt auch mal, schlammigen Plätzen zu spielen, weil wir ja schon von unserem Abdruck auch leben und dadurch unsere Aktionen haben. Ja, deswegen kommt schon mal vor, auszurutschen. Da muss man einfach versuchen, sich an die Gegebenheiten dann anzupassen. So, dann kommen wir zu den Abschlussfragen für heute. Ist es dir wichtiger, ehrlich oder nett zu sein? Ja, ich würde sagen, ehrlich zu sein ist zwar vielleicht dann nicht immer ganz so angenehm, auch mal seine ehrliche Meinung zu sagen, aber ich finde es schon auch sehr wichtig, gerade wenn man in einem Team arbeitet, dann einfach auf einer ehrlichen Ebene mit seinen Teamkollegen umzugehen. Denkst du viel über die Vergangenheit nach? Es kommt schon mal vor, dass ich über die Vergangenheit nachdenke, aber dann eigentlich durchweg positiv, weil ich eigentlich mit vielen Entscheidungen auch so zufrieden bin, die ich getroffen habe, beziehungsweise auch ganz gut einordnen kann, wenn mal was passiert ist, das dann auch abzuhaken. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sich auf die Zukunft freut und gerne darauf zugeht. Wie alt wärst du gerne für immer? Ich glaube, dass ich jetzt gerade in einem ganz guten Alter bin, sowohl wenn es um quasi mein Torwartspiel geht, um meinen Karrierezeitpunkt, wird es eine gewisse Erfahrung, bin aber körperlich auch noch fit. Deswegen ist jetzt fußballerisch ein ganz guter Zeitpunkt. Von der Familie her fühlt sich auch gerade alles gut an. Macht Spaß, meinen Sohn aufwachsen zu sehen. Von daher würde ich gerade aktuell nicht tauschen wollen. Dann zurück zu Weihnachten. Was gibt's für euch zu essen? Es gibt meistens einen Rumsteak mit Dijon-Senfkruste. Ich habe das große Vergnügen, dass mein Schwiegervater gelernter Koch ist und exzellent kocht. Deswegen ich wollte gerade fragen, ob du dann kochst, wenn du gerne kochst. Nee, ich muss sagen, wenn es um ganz viele Leute geht, dann stoße ich schon an meine Grenzen. Früher hat meine Oma immer bei uns gekocht, die ist leider verstorben. Und bei dem Schwiegervater schmeckt es aber sehr, sehr gut. So, dann noch eine Frage zum neuen Jahr. 2024 wird... Wird auch wieder ein sehr, sehr spannendes Jahr. Mal sehen, ob es das Jahr 2023 toppen kann. Da waren wirklich ja sehr, sehr viele Highlights und Emotionen drin. Aber sowohl ich als auch der ganze Verein und das Umfeld freuen sich auf 2024. Da werden noch einige spannende Spiele und Highlights auf uns zukommen. Deswegen wird es ein spannendes Jahr. Ich habe noch die letzte Frage wie immer dabei. Wer soll nächstes Mal hier auf der Couch sitzen?
Ja, da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Mit jemandem, mit dem ich auch selber sehr gerne Kaffee trinken gehe, ist Lukas Gröser, weil er auch sehr gerne Kaffee trinkt. Deswegen würde ich ihn vorschlagen. Ich glaube, er würde hier gut reinpassen. Perfekt, frage ich nach. Ich danke dir, dass du da warst. War eine sehr spannende und schöne Unterhaltung. Und dann wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Vielen Dank für die Einladung und gleichfalls.